Servus, ich bin der Alex von der Flugschule Hirondelle. Wir haben wieder eine Frage von unserem YouTube-Kanal bekommen, und zwar will der Simon wissen, wie lange dauert die anschließende, also nach dem A-Schein, Windenstatterlaubnis bzw. die Hangstatterlaubnis? Also, wenn du deinen A-Schein hast, dann hast du irgendwas von beiden schon gemacht. Entweder hast du deine mindestens 40 Flüge an der Winde gemacht und dann machst du nur die Hangstatterlaubnis nochmal mit dazu. Oder du hast deine Ausbildung am Hang gemacht und machst dann anschließend den Windenschein mit dazu. Also eins von beiden hast du schon, sonst hättest du keinen A-Schein. Wenn du deinen A-Schein hast und du hast die Ausbildung am Hang gemacht, brauchst du noch mindestens 20 Windenflüge mit verschiedenen Flugübungen und so weiter und so fort. Und wenn das alles in trockenen Tüchern ist, plus eben die dazu nötige Theorie mit einer Theorieprüfung, dann hast du einen Windenschein. Das Ganze, wenn es gut läuft, Wetter spielt mit, kann man in 3 Tagen schaffen. Ja, also man braucht 3 Tage. Also wir machen immer kleine Gruppen, maximal 8 bis 10 Piloten. Mehr gibt es nicht an der Winde, weil wir haben 2 Seile. Und dann funktioniert es auch, dass jeder so am Tag zwischen 6 und 8 Flügen sammeln kann. Und dann ist man da relativ fix durch. Wenn du deinen Schein an der Winde gemacht hast, also das heißt 40 Windenschleppflüge gemacht hast und du möchtest danach die Hangstatterlaubnis bekommen, dann brauchst du auch nochmal 20 Hangstarts. Diese zu machen, braucht man circa eine ganze Woche. Ne? Also dafür ist es ganz geil, wenn du bei uns mit zur Höhenflugschulung fährst. Wir sind da, kannst mal schauen, im Kalender in Italien, in Österreich, in Frankreich unterwegs. Mehrfach im Jahr. Wir haben jetzt 6 Schulungswochen aktuell drin. Und einfach mal schauen, vielleicht passt was für dich. Und dann kannst du dich da uns gerne anschließen. Ja, würden uns freuen, euch zu sehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es uns unten in die Kommentare rein. Abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns demnächst am Buckel. Bis dann, macht's gut. Ciao.